Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Wildkamera. Heute stelle ich euch eine neue Kamera vor, und zwar die Maidase Trailcam P100P. Und man könnte sagen, es ist das doppelte Lottchen. Ihr seht oben die GardePro EP6 und das ist die Maidase P100. Ja, es sind baugleiche Modelle, fast baugleich, also ganze Kleinigkeiten an der Kosmetik sind etwas anders. Und deshalb werde ich euch die Kamera gar nicht großartig vorstellen, das heißt nicht ins Detail gehen. Verlinke lieber hier auf meinen Film, den ich schon von der GardePro gemacht habe. Die ist übrigens jetzt im Feld, von der gibt es bald ein paar neue Aufnahmen. Und was wichtig ist bei dieser neuen Kamera, nämlich der Maidase P100P, werden wir jetzt gleich im Anschluss eine ganze Menge Bilder sehen, die diese Kamera aufgenommen hat. Ich habe diese Kamera zur Verfügung gestellt bekommen von meinem Freund Nico, der mir dauernd in den Ohren liegt und sagt, stell die doch mal vor, die ist doch so irre gut. Und da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Dieses Gerät ist wirklich gut. Und wie gesagt, ich verlinke euch die Vorstellung der entsprechenden GardePro hier rechts oben. Kommen wir zu dieser Kamera. Die ist in Kleinigkeiten anders, nämlich innen drin baugleich, wie gesagt, aber sie hat hier eine herausnehmbare SD-Karte im Lieferumfang. Das heißt, dieses Gerät kommt ja mit diesem eingebauten Wechselakku, 8000 mAh mit einem USB-C-Anschluss. Das Kabel ist auch im Lieferumfang dabei. Was die Kamera auszeichnet, das habe ich bereits gesagt, das ist diese kleine Antenne. Die sorgt für ein sehr stabiles WLAN-Signal. WLAN bedeutet, Kamera verbindet sich mit dem Handy, nicht mit dem Haus-WLAN. Und bei dem Handy, wenn ihr das nehmt, dann müsst ihr am besten gleich den Original-WLAN und auch die Funkverbindung ausstellen. Dann verbindet sich diese Kamera etwas besser. Die Kamera hat Noclo-Beleuchtung. Die Beleuchtung ist intelligent, das heißt, wir haben hier eine Belichtungsautomatik drin. Wir haben ein Objektiv, aber dieses Objektiv ist ein Qualitätsobjektiv. Mir ist nicht bekannt, ob es ein Kodak, ein Starvis ist, allerdings sind die Aufnahmen sehr gut. Hat einen Infrarotfilter, das heißt, hier kann mit einem Geräusch gerechnet werden. Ich höre das nicht, aber die Tiere könnten das hören. Und wir haben hier einen ca. 110 Grad Winkel, den wir abdecken in der Beobachtung. Und die Linse macht 70 Grad FOV, also Field of View ist kleiner als der Winkel, den wir abdecken. Bedeutet, Wild kommt rein, wird erkannt von der Kamera, Kamera löst aus und dann kommt das Wild erst in die Aufnahme. Das bedeutet, oder es simuliert für uns eine sehr schnelle Reaktionszeit. Die Reaktionszeit, also der Trigger Speed bei dieser Kamera, ist mit 0,1 vom Werk angegeben. Ebenfalls eine Werkgabe ist der eingebaute Akku, nämlich 8000 mAh. Und das ist ein Wechselakku, ich habe euch das schon gesagt. Den kann man also einfach rausnehmen. Und das scheint ein richtig solides Teil zu sein. Kostet allerdings 69,90 Euro, wenn man sich einen zweiten Akku leisten will, um eben Wechselmöglichkeiten zu haben. Kosten insgesamt von dieser Kamera, ich glaube, ich habe schon gesagt, 114,99 Euro. Damit 5 Euro billiger als die baugleiche GardePro. Baugleich ist auch die App im Handy. Das heißt, ich habe hier die GardePro App drauf und diese Kamera lässt sich ganz einfach mit dieser GardePro App verbinden. Es gibt allerdings auch eine Original Maidase App. Ich glaube, da ist nur das Logo getauscht, sonst nichts. Kommen wir noch zu den Foto- und Videoauflösungen. Foto nimmt sie auf bis zu 48 Megapixel, das sind interpolierte Werte. Und diese 48 Megapixel kann sie auch in einem sogenannten Burst-Mode machen. Das heißt, sie nimmt 5 Aufnahmen hintereinander auf für diejenigen, die Bild über Foto beobachten wollen. Für diejenigen, die es über Video beobachten wollen, diese Kamera hat kein 4K. Sie hat 1296 in HD-Qualität, dann allerdings mit 20 Frames
und sie filmt in 1080 in Full HD mit 30 Frames, wäre meine persönliche Empfehlung. Und die Aufnahmen, die ihr jetzt anschließend seht, die sind auch alle in diesem Format gemacht. Was beim Video noch zu erwähnen ist, das ist auch nicht ganz üblich, die Kamera kann bis zu 5 Minuten am Stück aufnehmen. Also ist erstaunlich. Und das schafft sie auch in der Nacht. Und dank dem großen Akku dürfte es da auch längerfristig keine Probleme geben. Die Nachtsicht der 940 Nanometer NoClow Infrarotleuchten ist mit 30 Meter angegeben und hier muss ich irgendwann mal einen Film machen, denn das sind Fantasiewerte. Diese 30 Meter können wir in der Wirklichkeit gar nicht nachvollziehen, denn so weit leuchtet dieses Teil definitiv nicht. Und wenn es so weit leuchten würde, würden wir in 30 Meter wahrscheinlich nichts auf dem Bild erkennen. Das sind Augenwischereien in meinen Augen und sind nicht zielführend für uns. Was an der Kamera sonst noch ist, ein hervorragendes Mikrofon, ein wirklich hervorragendes Mikrofon. Also diese Kamera ist für die Vogelbeobachtung geradezu ideal, denn sie nimmt den Ton extrem auf, manchmal sogar zu laut. Was sie hier hat, ist den Anschluss für einen 12-Volt Akku und hier wird ein 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker angeschlossen. Wenn wir diese Kamera an eine externe Batteriequelle anschließen wollen. Es gibt zu dieser Kamera auch ein Solarmodul, wie zur Garde Pro auch. Also diese Geräte sind so weit ausgestattet, dass sie diese Solarmodule unterstützen. Natürlich kommt ein deutsches Handbuch mit für die Batterie als auch für die Kamera. Die Handbücher sind exzellent ausgestattet, gut bebildert. Und in dem Koffer hier drin ist noch ein Baumgurt und ein Kabel zum Überspielen der Dateien, wenn man das möchte. Also wer die Karte rausnimmt zum Überspielen, braucht dieses alte herkömmliche USB-Anschlussteil hier nicht. Es ist nämlich ein Mini-Stecker verbaut, USB-Mini. Wobei der allerdings natürlich sehr störunanfällig ist. Gut, schauen wir uns die Bilder an von Nico. Beginnen wir mit ein paar ausgesuchten Tagesaufnahmen der MyDays. Und hier sind wir in einem relativ schwierigen Umfeld. Wir haben sehr viel Holz kreuz und quer. Über Tag ist das noch einigermaßen gut. Nachts wird es noch schwieriger. Und wir sehen hier das gut getarnte Wild eigentlich sehr gut dargestellt. Naturgetreue Farben, scharf bis in den Hintergrund. Besser geht es eigentlich fast gar nicht. Die Tonaufnahme des Geräts ist sehr gut und besser als das, was wir sonst so kennen. Kommen wir zu den Triggerzeiten. Sie sind eigentlich kaum auszumachen, vor allen Dingen in diesem Umfeld nicht. Aber wir sehen zumindest den Fuchs hier mitten im Bild erscheinen. Und das gilt in der Branche durchaus als guter Wert.
Ja, auch wenn die Triggerzeiten direkt schwer herauszufinden sind, erkennen wir in den Bildern allerdings Folgeaufnahmen und hier können wir dann feststellen, wann die Kamera die Folgeaufnahme startet. Diese Aufnahme hier geht mit den beiden Füchsen im Hintergrund morgens bis um 4.30 Uhr und 3 Sekunden und die Folgeaufnahme wird nach 5 Sekunden ausgelöst. Das ist durchaus im richtigen und vertretbaren Rahmen. Das Gelände macht Nachtaufnahmen deutlich schwierig. Wir haben hier sehr viel Reflexion, sehr viel Baumbestand, Büsche. Aber dennoch macht die Kamera das ganz ordentlich. Ja, und hier zum Schluss nochmal ein paar Tagesaufnahmen. Wenn dir der Film gefallen hat, dann danke ich dir für einen Daumen nach oben. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren, er ist kostenlos. Und betätige das Glöckchen, damit du Bescheid weißt, wenn es was Neues von mir gibt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und tschüss.